So, dann schauen wir mal, wie wir uns diesmal schlagen gegen ein paar Banditen. So schwer kann es ja nicht sein, es sei denn, man lässt den Mad Mike herein. Der kann nämlich nicht zielen mit dem Controller. Das schockt die Leute wie eine Bola. Okay, letzte Reihe war richtig scheiße, aber das ist mir auch egal. Erstmal ein Steinchen in die Ecke geworfen, da gucken wir mal, dass wir ihn gleich mal um die Ecke bringen. Damit meine ich nicht einfach um die Ecke geleiten, sondern wirklich um die Ecke bringen. Klopf, klopf. Mal so gucken. Der eine fühlt sich direkt angesprochen durch diesen schönen kleinen Ziegelstein, der in die Ecke geflogen ist. Und wir gucken mal, wie wir ihn... Oh, der kommt aber ganz schön nahe. Mit dem Bogen machen wir kurz den Prozess, würde ich sagen, oder? Zack, zack, yeah! Der ging mal direkt durch den Brustkorb. Da kommt der Nächste, der sieht ihn erstmal und denkt sich, Scheiße, mein Kumpel ist tot. Oh, ups. Naja, gut, dann hat die Axt. Zack. War's das schon? Nee, gut. Ja, egal. Ich spiele hier gerade Indianer. Ich habe einen Pfeil und einen Bogen und eine Axt und einen Tomahawk. Toll. Versteck mich wieder auf dem Klo. Aber der Rest hier von meinen Zweien ist... Oh gut, Ellie versteckt sich gut. Und ich werde mal versuchen, mit etwas Voraussicht vorzugehen. Und auf Indianer... Mokassins voranzuschleichen. Auf dass mir die Gegner weichen mit meinem Bogen, werde ich schießen. Auf dass sie können nicht mehr riechen. Nee. Ja, da kommen wir unten auch zwei. Drei. Jetzt werden Molotov-Cocktail eigentlich perfekt. Oder einfach. Die hat mich fast gesehen. Ja, doch, da, genau. Jetzt. Molly. Zack. Einen habe ich. Wenn ich Glück habe, trifft er noch einen anderen. Der rennt weg. Den kriege ich aber mit dem, oder? Ja, komm. Er kommt. Rennt noch durchs Feuer. Dann passiert nichts. Oh, ja, ins Bein, er ist weg down. Nee, das nicht. Zack, da ist er weg. Ich bin so gut mittlerweile. Einfach nicht nachdenken. Einfach schießen. Das geht mit allen. Ouch. Das hat mich direkt mit Pfeil und Bogen umgehauen. Cowboy und Indianer. So könnte ich die Folge auch nennen. Zack. Weil Tomahawk und so. Das muss es gewesen sein. Theoretisch. Aber die Musik läuft noch und ich höre noch keinen. Das waren alle! Dementsprechend kriege ich wahrscheinlich gleich von seitlich eins auf die Schnauze, oder? Ah, nee, es ist. Alright. House is clear. Na, let's get back gesagt. To the horses. Nee, erstmal nochmal umgucken. Jetzt könnten ja tatsächlich noch ein paar Sachen rumliegen, die ich vielleicht auch aufheben kann. Ja, zum Beispiel diese Büchse Ravioli. Oder Bohnen. Nachladen. Aufheben. Trick 17. Wo kommt eigentlich der Spruch Trick 17 her? Also ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es ja. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Comments. Ich möchte gerne wissen, wo kommt der Spruch Trick 17 her und mit was verbindet man diesen gerne? Na gut, Horsey und Cutscene. Ich bin ruhig. We're clear. Up. I got it. There she is. Kids will be watching movies tonight. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado. No bighorns.
Haley, get off your horse. Give it on back to Tommy. I'm gonna hang on to this fella, if that's all right with you. Oh, don't make me repeat myself. What are you doing? Your wife kind of scares me. I don't want her coming after me. Sorry for stealing your horse. Well, come back to town. Let's discuss it at least. You know me, my mind's all made up. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. Take care of that wife of yours. There's a place for you here, you know? You good? I'm good. Adios, little brother. Und da sind wir wieder unterwegs. Wäre auch zu schade gewesen, wenn es anders gewesen wäre. To the other team? Right, it's called turnover. And if you clear the 10 yards, then you're back at first down? First down, that's right. Man, it's confusing. You just gotta play it a couple times. It all makes sense. The University of Eastern Colorado, the Bighorns. Da sind wir. Und mit der Taste 3 kann ich also vom Pferd absteigen. Das ist cool. Ich bin jetzt also mobil. Mit 4 Hufen. Zumindest. Nicht Rädern, aber immerhin etwas. Schön ist es das. Man sieht es jetzt sehr schön, dass es Herbst ist. Die ersten Bäume sind auch schon sehr schön im Gelb, Gold, Goldgelb. Da kann man nicht rein. Okay, da brauchen wir jetzt schon mal nicht absteigen. Ich muss mich jetzt ein bisschen orientieren, wie das gut funktioniert. Ah ja, okay, man kann also definitiv wie am Anfang auch schneller reiten. Okay. None of these buildings look like a mirror to me. Well, we'll head to Central Grounds. Should be able to see most of the campus from there. Wir sind also auf der Suche nach einem Gebäude, das aussieht wie ein Spiegel, sprich ganz, ganz viele Spiegelflächen hat. Und hier geht es auf jeden Fall rein. Meine Güte. Also egal wo, ist alles ziemlich kaputt. Ja, da haben wir schon mal eine kleine Lagerhalle. Da können wir uns bestimmt gleich wieder ausrüsten, bevor es wieder zur Sache geht. Aber erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen in der Gegend um. In der unmittelbaren Umgebung zumindest. Ist ja so mein alter Rhythmus, erstmal kurz umgucken. So, these places, people would live here and just study, even though they were all grown up? Study, party, and find themselves. Figure out what they wanted to do with their lives. What they wanted to do. Stay, Kallus. What kind of name is Kallus, anyways? Not my fault you forgot to ask Tommy his name. Kallus. Was ist das denn? Ein Flammenwerfer. Nein, nicht ihn erschlagen. Ein Flammenwerfer. Burn fire. By fire be purged. Jetzt wird es aber ein bisschen arg brutal, ne? Na gut. Nehmen wir mal mit. Bin ja eigentlich eher der Schleicher als der brachiale, reine Läufer und alles kaputtmacher. Da ist immer wieder eine Werkbank. Diesmal gucke ich mich aber erstmal in der Umgebung noch um. Siehste, da sind nämlich noch Zahnräder. Ja, sie kennen das natürlich nicht, was gerade angesprochen wurde, dass hier die Leute studiert haben, gefeiert haben und überlegt haben, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Und das gibt es natürlich heute nicht mehr. Sich überlegen, was mache ich mit meinem Leben? Das Leben heute heißt Überleben. Da hat man nicht so viel Auswahl. Da hätte man okay von vornherein können, mit Sicherheit. Mal gucken, was da oben noch so ist. Erstmal kurz mal den Flammenwerfer gezückt. Man könnte ja irgendwie einem alten Studierenden Infizierten über den Weg laufen. Wahrscheinlich hängt er noch über den Büchern. Na, das ist um die Ecke. Erstmal gucken. Da geht es mich auch noch durch. Natürlich ist so ein Campus ziemlich verwinkelt. Muss aber gestehen, dafür, dass man mich hier hingeschickt hat, ist es ziemlich leer. Ah, guck mal einer an. Das sieht aus wie so ein alter Aussichtspunkt. So eine Wachstätte. Schauen wir uns mal genauer an. There was a lookout here. Sag ich doch. Und das hat dann so gesagt. Nichts. Hat nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollen wir hier draußen sein, wenn nichts darauf passiert? Noch immer nichts. Marke auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schieben ist total langweilig. Eingang. 6 Typen aus dem HQ.
Ach ja, ich habe 2 Äpfel aus einer Kiste Stibitz. Alles für dich, guten Appetit. Eingang, 10 Millionen Werwölfe. Die habe ich für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. Schön. Speer zurückgekehrt. Watch hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. Ja, selber schuld. Biologe aus San Francisco. Ein richtiges Arschloch. Pass auf ihn auf. 3 neue Rekruten als Eskorte. Wenigstens haben wir frohe Weihnachten gewünscht. Hab ihn verschwiegen, dass ich jüdisch bin. Großartig. Ja, schön. Das ist zumindest mal unterhaltsam geschrieben. So müsste ich meine Tagebücher auch führen, wenn ich dann welche schreiben würde. Schreibt ihr Tagebücher oder Tagebuch? Na, so ein bisschen, so ein Tagebuch irgendwo, was aufschreiben, was einem nicht so passt. Oder nörgelt ihr einfach nur Facebook oder Twitter oder Instagram oder sonst irgendwo rum. Lasst es mich wissen. Däumchen hoch, Däumchen runter und einen kleinen Kommentar. Darüber sind wir immer sehr, sehr froh. Ganz egal, wer es ist. So, dann lasst uns mal hier nochmal die Treppe runterstürmen und gucken, wo es lang geht. Klopf, klopf. Niemand zu Hause. Hier geht's wieder raus. Und ich glaube, ich bin nicht im Kreis gelaufen. Kann das? Naja, das ist die Vorderseite und da müsste wieder der Eingang genau zur Halle sein. Dann gehen wir einfach da durch. Somit haben wir auf jeden Fall einen schönen Rundgang gemacht und wissen jetzt, dass hier in der Gegend noch einiges war, was ich einsammeln konnte. Meine Güte, ich sehe aus wie John Rambo. Flammenwerfer, Bogen, Axt, 1, 2, 3 Handfeuerwaffen, 4 Handfeuerwaffen sogar, Shotgun, Jagdgewehr. Aber in der Hand sind das momentan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zumindest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ich habe verzählt, sind nur 8 Sachen, trotzdem. Ja, mal 2, also ein Holster oben links, ein Holster oben rechts, einen an der Hüfte, noch einen an der Hüfte. Damit kriege ich die Handfeuerwaffen schon mal weg oder auch hinten am Gesäß so in der Richtung. Ein Gewehr kann man reinstrappen, den Bogen kann man so drüber ziehen. Das andere Gewehr wird schon sehr schwer und der Flammenwerfer noch oben drauf wird verdammt schwer. Man sieht ja gerade auch, oh, man sieht sogar. Er hat, genau wie ich dachte, im Gesäß, also Gesäßtaschentechnisch, Hose, eine Waffe, rechts ein Holster. Ja, Handfeuerwaffen, das geht auf jeden Fall. Guckt euch einen guten Tarantino-Film an, dann wisst ihr ganz genau, wie es mit Handfeuerwaffen abgeht. So, 2 Holster, die man so über Kreuz zieht und dann noch 2 unten. Oder an Füßen gehen auch noch welche. Aber die großen Waffen, das weiß ich ja nicht, ob das so funktioniert. Gut, man könnte theoretisch, wie aus dem alten Western, die Shotgun auch in so einen großen Köcher reinschieben. Dann kann man eine andere über die Schulter tragen. Bleibt trotzdem der Bogen, der im Weg sein könnte. Und natürlich der Flammenwerfer, der ja total handlich zu transportieren ist. Naja, wird schon irgendwie gehen. So, apropos Gelaber und so, wir waren da gerade noch stehen geblieben. Ach, man sieht auch sehr schön, wie da alles dranhängt. Ja, ganz locker flockig immer gehangen. Mitgehangen, mitgefangen. Bisschen ausgerüstet wieder die ganzen Klamotten, den Flammenwerfer benutze ich mal als Last Resort. Der dürfte relativ schnell seine Munition verlieren, deswegen gehen wir lieber auf El Diablo und laden mal kurz den Flammenwerfer nach. Oder auch erstmal... Moment. So. Das, ja, passt. Ja, bisschen was herstellen wir auch noch eine Möglichkeit. So, auch eine Nagelbombe hergestellt. Ich finde bei diesen Spielen ist es im Übrigen fantastisch, dass man eben die englische Sprachausgabe haben kann und alles andere ist auf Deutsch, also alle Texte sind auf Deutsch. Dadurch findet ihr euch auch ein bisschen besser zurecht, wenn ich über irgendwas rede. Könnt einen Untertitel nachlesen, es ist nicht wirklich schwer, es mag ein bisschen Umgewöhnung sein, aber denkt mal dran, es ist eine Hilfestellung und so versteht man auch vielleicht ein bisschen mehr, warum ich das Englische bevorzuge. Ja, ich bevorzuge das Englisch, ich sag's fast jeder Folge deswegen, weil der Originalton in 99% der Fälle, gerade bei Videospielen, aber auch bei Filmen und Serien zu sehr hoher Prozentzahl, nicht ganz so hoch, einfach besser und realistischer klingt. Wenn man mich vertonen würde, oh mein Gott, das klingt dann auch ein bisschen komisch. Es wird Herbst. It's the time of the year. Also es ist die Zeit des Jahres, wurde in Es wird Herbst übersetzt. Das ist in Ordnung. Wenn auch nicht korrekt einzeln übersetzt. Aber das ist auch wieder die Sache. Ich habe jetzt oft genug Loka gemacht. Da drüben blinkt noch was. Das sind, was waren noch Cocktails oder Flaschen? Ah, Flaschen. I hate that name. Callus. Ja.
Ich finde ihn okay. Er ist nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Aber es macht Ellie froh. Die sie sehr schön im Rucksack festhält, im Übrigen. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ich verliere den Faden immer so schnell. Das ist unglaublich. Da muss ich auch nochmal rein. Ich glaube sogar... I'll be right back. I'll be here. Ja, ein schöner Flatscreen mit Boxen. Ich surf mal ganz kurz ein bisschen. I reckon it takes quite a crew to run that operation. You think there'll be other people my age? I'm not sure. Cool, sie duckt sie sogar. Ja, also wenn man schon drei Flaschen findet, dann haben wir auf jeden Fall gleich ein paar Infected oder ein paar Banditen wieder um die Ecke. Jede Wette. Ich meine, ich habe nicht umsonst den Flammenwerfer gefunden. Ellie muss sich wohl keinen nehmen. Oh oh. Sounds like runners. Stay with the horse. I'll let you go. Yes, I don't want him running off. I'll be right back. Gut, ich habe ja gesagt, ein paar Infizierte treffen bestimmt wieder. Oder was anderes. In dem Fall sind es halt ein paar Runner. Lassen wir die Runner doch mal direkt rennen. Warum schreien die eigentlich immer so? Ein paar ist gut. Das sind 6 Stück, zumindest da oben. Da kommen wir dann wieder durch. It's like someone jerry-rigged this thing. Und ein Zettelchen. Zum Lesen. Mal wieder. Ja, super. Ja gut, dann müssen wir ein bisschen gucken. Wie wir hier vorankommen, ohne uns gleich wieder fressen zu lassen. Wir können also links oder rechts hoch. Rechts auf jeden Fall ganz, ganz viele von den Infected. Dann werde ich mich mal Ninja-like hier die Treppe hochschleichen. Wie gesagt, einen auf Indianer machen macht mir mehr Spaß, als hier wie Rambo durch die Ecke zu laufen. Jeder hat seinen eigenen Playstyle. Und ich habe schon versprochen, ich werde definitiv, wenn ich hier durch bin, ihr seht es ja dann mit der letzten Episode, nochmal in Multiplayer ein bisschen rumfuhrwerken, weil ich möchte sehen, wie das Ganze sich anfühlt, gerade mit Controller. Ich habe ja gar keine Multiplayer-Erfahrung, oder auch Koop-Erfahrung schon, aber keine PvP-Multiplayer-Koop-Erfahrung in der Richtung auf der Pläse. Langkinese ist die Pläse. Schubdidu. Ich bin heute guter Dinge, mir geht's richtig, richtig gut. Das sind im Übrigen 7. Heilige, nächsten 6. Oder doch, 7, weiß nicht. Der Bogen schießt noch nicht ganz so weit. Den habe ich leider nicht so weit abgegradet. Also weiter aufgerüstet. Muss mal gucken. Vielleicht kann ich es auch irgendwie locken und dann aus dem Repertoire was schöpfen, um Platz zu machen. Mal gucken. Also, der schießt auf jeden Fall so weit. Ich kann jetzt warten, bis der wieder vorbeikommt. Ich glaube, den Bogen kann ich auch die ganze Zeit gespannt halten. Das hält auch die Linie, das ist ganz cool. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich das gerade mache. Also, wenn ich einmal in die Richtung gucke und ihn spanne, dann spanne ich ihn auch genau so wieder in die Richtung. Da kommt er. Jetzt habe ich es natürlich leider ein bisschen verpeilt. Gucken, warten. Jetzt anspannen. Seht ihr uns? Ja, leider daneben. Aber es hat zum Ablenken geholfen. Jetzt noch einen Rücken setzen. Ruhig, Mike, ruhig. Jetzt. Ah, scheiße. Jetzt aber, komm. Ich habe jetzt 3 Pfeile verschossen. Fick die Henne. Mein Lieblingssatz. Zack. Ein Schuss und weg. Das war's, was ich oft genug angesprochen habe. Warum macht ein Pfeil Instant Kill? Und warum machen die alle Headbanging da hinten? War das alles mal Heavy Metal studierende Fans? Man weiß es nicht. Den könnte ich sogar treffen aus der Entfernung. Der kleine Punkt. Zack. Daneben. Super. Und alle verschossen. Oh, warte mal. Machen wir es doch folgendermaßen. Wir nehmen jetzt einfach die Nagelbombe, schmeißen die ganz weit nach vorne. So. Und da kommen auch, glaube ich, schon welche, oder? Oh, oh, eine ganze Menge. Und. Yeah. Oh, scheiße, hat nur einen erwischt. Na gut, dann noch ein Molly. Die setzen gerade alles so schön auf einem Haufen. 3, 2, 1, Risiko. Und tschüss, Jungs. Barbecue-Time. Ja, das waren alle. And that's that. Ja,
Ich gebe zu, ich habe meine Pfeile ziemlich scheiße verschossen und die Nagelbombe war jetzt auch nicht so der Brüller, aber der Molotov-Cocktail hat alles mal direkt in Schutt und Asche zerlegt. Und da ist sogar noch ein Pfeil übrig, sehe ich gerade, da vorne. Ich muss nur warten, dass ich mir nicht die Füße ankokel, weil ich will hier durch. Naja, wir können auch vielleicht... Oh, da liegt noch irgendwas in der Mitte. Der hat gerade so schön geglänzt. Und was glänzt, das will die Mike, die diebische Elze, direkt mitnehmen. Mal gucken, ob ich rankomme. Ich hätte sie also auch mit dem Flammenwerfer erledigen können. Naja, gut. Haben wir es so gemacht. Gehen wir mal hier durch. Was haben wir denn hier Feines? Nee, da geht's nicht durch. Das heißt, ich muss doch mal ganz kurz meinen Pfeil hier wiederholen. Bücher. Überall Bücher für den Bücherwurm Ellie. Pfeil und ein bisschen Shotgun-Munition. Auch damit hätte ich sie gut erledigen können. Ich hätte also wirklich wie der Rambo in Rambo 1, 2, 3, 4, 5 durch die Reihen ziehen können und hätte alle direkt erledigt. Ich mache das aber so ungerne. Ich will das so nicht machen. Das ist nicht mein Playstyle. Gut, also hier scheint sonst nichts so Großartiges mehr zu sein. Auch hier draußen auf der Veranda sieht es nicht so aus. Okay, renn mal ganz kurz nach vorne noch. Spring. Der war kaputt, der Pfeiler, oder? Ja, so eine Pfeilspitze. Schade, schade. Man könnte also tatsächlich im zweiten Teil noch so Sachen machen wie Munition herstellen. Das wäre noch nice. Nicht nur finden, sondern wirklich selber herstellen. Ja, nee, sonst ist hier anscheinend nichts. Da muss ich den Generator auf jeden Fall gleich anwerfen. Schon rumstehen sehen. Wir kennen das Spiel hier ja schon, das kleine Dreieckspiel. Und hoffen mal, dass wir nicht gleich noch weitere Infizierte anlocken. Und einmal. Und noch einmal. Und was so schön war, haben wir den Rasenmäher direkt mal angemacht. Oder den Tor öffnen in dem Fall. Die sind jetzt nicht noch drin. Wir wechseln direkt mal auf Flammenwerfer. Das war 80 Munition. Sehr fein. Gucken wir mal, es kommen definitiv keine Infizierten und gehen direkt mal Richtung Ausgang. Na, hoffentlich passt das Pferd da durch. Ansonsten müssen wir es in kleinen Stückchen transportieren. Kann ich einfach runterspringen? Nee, ne? Ja, gut, dann laufe ich außen rum. Nehmen wir den langen Weg. Hey, I was thinking, I would have wanted to be an astronaut. Matter of fact. Yeah. Can you imagine being up there all by yourself? Would have been cool. I'm just saying. Ja, so irgendwie schon, ne? Astronaut, der Traum eines jeden kleinen Kindes. Zumindest oft genug gerade in Amerika. Astronaut, Feuerwehrmann, Polizist, wollte ich übrigens selber mal werden. What about you? What do you want to be? Well, when I was a kid, I used to want to be a singer. Shut up. No, serious. Sing something. No. Come on, I won't laugh. I don't think so. Joel, please. Diese Konversationen sind göttlich. Also kannst du sagen, was du willst. Du kannst natürlich alle Cutscenes ineinander packen und vielleicht auch die wichtigeren, nicht so hundertprozentigen Cutscenes, die noch Sinn ergeben sollen. Aber diese Zwischenmenschlichkeiten, diese Unterhaltungen, tut mir leid. Wenn die fehlen, dann fehlt dem ganzen Spiel was. Also tut euch selber einen Gefallen, wenn ihr das Spiel doch mal, naja, in einem Sale irgendwann abstauben solltet. Momentan ist es ja relativ teuer, deswegen gucken ja so viele auch die Let's Plays, weil man kann sich nicht alles leisten, gerade als junger Mann oder auch als, sag ich mal, wenn man keinen Job hat oder so, ist auch sehr schwer. Ne? Holt euch trotzdem, es lohnt sich dann so. Okay, ich würde sagen, hier an der Stelle machen wir nochmal gleich einen kleinen Cut und ihr schaut dann einfach am nächsten Tag wieder rein. Bis dahin, Mad Mike. Der Piloten Joel und die süße Ellie.